Auch unsere Stars sind vor Modesünden nicht gefeit. Wie beruhigend, dass Geld, Erfolg und Fame kein Garant für Geschmack und Stilsicherheit sind. Die Modesünde nach dem Motto, Gemütlichkeit vor Style, ist ein Klassiker der Fashion Files. Opfer wurde Sängerin Kesha am Airport von L.A. in einem Zweiteiler, der an einen karierten altharren Schlafanzug erinnert. Zwar sind Overalls trendy, aber auch Rita Ora übertreibt es gerne mit der Gemütlichkeit. In New York wurde sie in einem Obersitzer-Einteiler gesichtet, der eher als 80er Jahre Trainingsanzug statt als modisches It-Piece durchgeht. Eine weitere Modesünde, die häufig auf dem roten Teppich zu beobachten ist, billig statt sexy. Dieser Mode-Fauxpas ist unschwer zu erkennen an zu viel Bein, zu viel Dekolleté, zu wenig Stoff und zu viel nackter Haut an den falschen Stellen. Weniger ist mehr, scheint zu manch einem Star absolut nicht aus der Seele zu sprechen. Bilder, Muster und Materialmix oder Schnitte, die den Körper unförmig erscheinen lassen, schmeicheln keiner Frau. Also, liebe Ladies, auch hier gilt, weniger ist mehr. Queen der Fashion Files ist definitiv Kim Kardashian. Sie trägt immer etwas zu wenig Stoff, eine Kleidergröße zu klein und meist würde ein BH ihren Outfits gut tun. Ebenso in die Riege der Stars, die ihren Style unbeirrt durchziehen, gehört Helena Bonham Carter.